Herzlich willkommen bei Lichtblicke, das Magazin für Lebensfragen. Unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. So wird die menschliche Lebensspanne in der Bibel beschrieben. Eine Lebensspanne, die Zeit für viele Pläne und deren Umsetzung hat. Doch wie sieht es bei jenen Menschen aus, bei denen bereits in frühen Jahren eine lebensverkürzende Erkrankung wie Muskelschwund diagnostiziert wird? Regina Bindert vom ambulanten Kinderhospizdienst des Diakonischen Werks in Karlsruhe unterstützt diese Menschen. Frau Bindert, herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Bindert, Hospizarbeit, da denkt man zunächst wird an ältere Menschen im stationären Aufenthalt. Was macht denn der Kinderhospizdienst? Der Kinderhospizdienst begleitet Familien in Stadt- und Landkreise Karlsruhe, die von schwerer Krankheit betroffen sind. Das sind Familien, denen ein Kind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung oder mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung lebt. Und was ist so eine lebensverkürzende Erkrankung? Lebensverkürzende Erkrankungen sind oftmals sehr seltene Erkrankungen. Es sind Erkrankungen, die die Kinder bereits ab der Geburt haben, aber auch im Laufe des Lebens erwerben können. Es sind schwere Mehrfachbehinderungen, es sind aber auch Stoffwechselerkrankungen. Es sind wahrscheinlich, denkt man, es sind auch sehr viele onkologische Erkrankungen. Diese Kinder können auch begleitet werden, die dürfen, haben aber auch eine Chance auf Heilung durch Therapie und bilden nur einen kleinen Anteil der gesamten Begleitung ab. Und wie lange das Leben wird, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich. Allen Gleiches, dass sie mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht sehr alt werden. Das heißt, es ist kein Haus, keine Einrichtung, wo die Kinder sich aufhalten, sondern ambulant. Mhm. Was machen Sie ganz konkret ambulant? Ganz konkret begleiten wir die Familien in ihrem Alltag. Das heißt, Ehrenamtliche verbringen regelmäßig und verlässlich Zeit in den Familien, 2 bis 3 Stunden pro Woche, und bieten da die Möglichkeit für die Kinder, die erhalten eine ungeteilte Aufmerksamkeit in der Zeit. Die Eltern haben Zeit zum Verschnaufen, Dinge zu erledigen, die dringlich anstehen. Und man muss einfach sehen, dass der Alltag mit einem Kind, das so schwer erkrankt ist, durch viele Termine geprägt sind. Es gibt Arzttermine, Therapien, intensive Pflegemaßnahmen, Krankenhausaufenthalte, die begleitet werden müssen, organisiert werden müssen. Da bleibt ganz wenig Zeit für Alltag. Und die Ehrenamtlichen bringen in die Familie ein Stück Alltag, ein Stück Entlastung. Wie und groß, immer ein offenes Ohr. Wie groß ist Ihr Team von Ehrenamtlichen, die dieses offene Ohr haben? Es sind rund 45 Ehrenamtliche im gesamten Landkreis. Das Leben trotz Krankheit meistern, das möchten auch Antonia und ihre Eltern aus Karlsruhe. Hallo, ich bin die Toni, ich bin 9 Jahre alt. Das Doofe ist, ich habe SMA, das ist eine spinale Muskelatrophie. Das ist eine Krankheit, die macht die Muskeln schwächer. Wir stehen um 6:30 auf und dann gehe ich aufs Klo, putze ich Zähne, dann gibt es Frühstück und danach gehe ich zur Schule. Naja, es war schon so, dass sie im Mutterleib sich auch sehr wenig bewegt hat, war aber alles unauffällig. Sie hat zwar spät laufen gelernt, aber sie hat es ganz normal gelernt. Man hat gesehen, wie das ein enormer Kraftakt für sie war, irgendwie vom Boden aufzustehen und da ja, einfach in den Stand zu kommen. Und dann hat es so eine Form angenommen, dass man dann halt zum Kinderarzt gegangen ist und gefragt hat, ja, was ist da los? Kannst du das Bein rein? Ich mach das Bein rein jetzt. Und dann hieß es ab ins Klinikum. Und dann mussten wir da 3 oder 4 Tage stationär bleiben, durch alle möglichen Testverfahren durch. Und dann kam der Befund schließlich am 4. Tag und hat sie gesagt, ja, sie muss uns leider mitteilen, es ist eben ein Gendefekt. Ja, und dann steht man da erstmal da und so eine Welt bricht da bei einem irgendwie, fällt da in sich zusammen. Ja, dann versucht man halt einfach irgendwie weiterzumachen. Dann mit 6,
Dann hat es angefangen, dass es näher nicht mehr so gut geklappt hat. Das Laufen und das Stehen und das Hüpfen. Und ich sitze, deswegen sitze ich im Rolli. Ich habe sie am Anfang Klasse 3 übernommen. Da konnte sie noch aus der letzten Reihe zu mir nach vorne laufen. Das geht jetzt schon lange nicht mehr. Hey, Toni ist eigentlich ein ganz normales, fröhliches Mädchen. Aber es ist halt wirklich schwer, manchmal zuzugucken, wie die Krankheit jetzt nach und nach der Toni das Leben schwer macht. Sie möchte gerne laufen können, so wie wir. Und dann ist sie schon nicht so gut dran. Und deswegen möchte sie da einfach nicht gerne drüber sprechen, über ihre Krankheit. Wenn es brennt und die Welt in Flammen steht, jeder rennt, keiner weiß, wo lang es geht. Wenn es brennt. Es ist natürlich doof, aber nee, ich würde ja auch gern laufen können. Aber so schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie glücklich wird, sehr glücklich, und dass sie Menschen findet, die ihr wirklich immer helfen und immer für sie da sind. Weil sie ist drauf angewiesen. Wir wissen genau, wir müssen diesen Kampf gegen die Krankheit weiterführen, auch wenn der Kampf nicht zu gewinnen ist. Antonia sagt, sie würde gerne laufen können, aber so schlimm sei es auch irgendwie nicht. Die Eltern wirken hier fast belasteter mit der Situation als das Kind. Erleben Sie das öfters, dass betroffene junge Menschen manchmal besser mit der Situation umgehen können als die Eltern? Ich denke, die betroffenen Menschen gehen anders damit um. Sie haben eine andere Perspektive als die Angehörigen. Sie wollen möglichst viel Normalität in ihrem Leben daran teilhaben, an dem, was die Gleichaltrigen machen. Sie wollen Spaß und Freude haben. Während als Eltern möchte man das Beste für das Kind, hat aber auch einen anderen Weitblick. Das ist natürlich auch eine Sache des Alters, wie weit man auch vorausschaut und sich Gedanken um die Zukunft macht. Kinder leben meistens im Hier und Jetzt und versuchen die Zeit so weit als möglich zu genießen. Das heißt, die Freunde spielen auch eine große Rolle, vielleicht als Korrektiv auch zu den Eltern? Genau, eine ganz große Rolle. Je älter die Kinder werden in der Pubertät, umso mehr. Ja. Und alle Kinder, egal wie sehr die Einschränkungen der Kinder sind, genießen das, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Wie kann das denn konkret gelingen, im Umgang mit kranken Menschen die verbleibende Lebenszeit gemeinsam zu genießen und nicht nur das zu sehen, was nicht oder nicht mehr geht? So wie bei allen Menschen auch den Blick auf die schönen Momente werfen. Es ist auch ein Lichtblick, wenn gerade Menschen von außen reinkommen. Das machen dann auch die Ehrenamtlichen, weil die mit einer Motivation, mit einer Energie auch in die Familien gehen und den Blick auch von außen auf den Menschen werfen und die positiven Seiten ja auch dann benennen, wenn die Familie für sich da sehr, sehr am Hadern möglicherweise ist. Dieses Hadern. Erleben Sie auch da so religiöse Fragen, so diese Warum-Frage, warum passiert mir das vielleicht auch, warum passiert uns das, wo wir doch auch vielleicht gläubige Menschen sind? Die Frage wird vermutlich jeder sich stellen, der eben mit so einer Diagnose konfrontiert wird. Und was hilft diesen Menschen dann, wenn sie mit so einer Frage fertig werden wollen? Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht? Es hilft, dass es Menschen gibt, die da sind, die zuverlässig da sind und das signalisieren, wir lassen euch nicht alleine, wir sind Ansprechpartner, wir hören zu, wir halten aus, wir halten es zusammen mit euch aus, dass man die Situation nicht verändern kann. Der Vater sagt im Film am Ende, wir wollen den Kampf gegen die Krankheit weiterführen, obwohl sie nicht zu gewinnen ist. Müssen wir wirklich immer kämpfen oder kann es manchmal auch heilsam sein, etwas Druck rauszunehmen
loszulassen, auf die Kampfeshaltung zu verzichten, weil das ja auch einen Druck ausüben kann, nicht zuletzt bei den Kindern? Ich denke, das ist von in jedem Fall sehr, sehr individuell und jeder und Eltern, wenn Eltern wissen, dass ihr Kind vorzeitig sterben wird, die lassen nichts unversucht. Und für die Kinder kann das auch manchmal Druck ausüben, wenn sie das Gefühl haben, jetzt müssen wir das noch machen, müssen wir das noch machen, auch wenn es natürlich gut gemeint ist von den Eltern? Das kann natürlich auch für die Kinder eine schwierige Situation darstellen. Und da ist auch diese ehrenamtliche Begleitung wieder ein ganz wichtiger Gesprächspartner, wenn die Gespräche in den Familien sehr schwierig sind, dass man da jemanden hat, mit dem ich auch über so Themen und meine Bedürfnisse sprechen kann. Wie einen guten Freund oder eine gute Freundin. Ein Ehrenamtlicher. Also ich denke, dass die Freunde, die Gleichaltrigen, dann damit auch überfordert sind, die wollen nicht unbedingt damit immer belastet werden, oder der Erkrankte, der Betroffene möchte ja die Freunde haben, zum Spaß haben und möchte die auch nicht immer mit den Sorgen belasten und denkt so, jetzt schon wieder das und schon wieder mein Problem, aber da sind die Ehrenamtliche, die die Familien über lange Jahre oder viele, über eine lange Zeit, über viele Jahre begleiten, Ansprechpartner auch. Frau Bindert, Sie sind nicht nur für kranke Kinder und ihren Angehörige da, sondern unterstützen auch Kinder, gesunde Kinder, von denen ein Elternteil schwer erkrankt ist. Wie können Sie da konkret helfen als ambulanter Hospizdienst? Wenn ein Elternteil schwer erkrankt ist, im Sterben liegt, dann bedeutet das für die ganze Familie eine große Herausforderung. Da verändern sich ganz viele Dinge in der Familie. Für die Kinder bleibt sehr wenig Zeit. Und das andere Elternteil ist auch in der Trauer sehr verhaftet, sodass es eine hilfreiche Unterstützung sein kann, wenn ein Ehrenamtlicher auch diese Kinder begleitet, Zeit mit den Kindern verbringt, Zeit hat, noch mit denen ganz konkret schöne Dinge zu erleben, rauszugehen, Spaziergänge zu machen, aber auch Ansprechpartner für die Kinder ist, mit Dingen, worüber die Kinder mit den Eltern nicht sprechen wollen, aber auch Ansprechpartner für die Eltern, die oft die Frage haben, wie sage ich es meinen Kindern, darf ich das sagen, soll ich so machen, ob alles in Ordnung wäre. Das Wichtigste, was ich im Leben gelernt habe, habe ich von kranken Menschen gelernt. So hat es mir einmal ein Pfarrer mit auf den Weg gegeben, bei dem ich als Student ein Praktikum gemacht habe. Was nehmen Sie und Ihr Team denn mit aus diesen Begegnungen mit Menschen wie Antonia, ihren Eltern, vielleicht auch an schönen Momenten, schönen Erfahrungen, beglückenden Erfahrungen? Was wir mitnehmen, ist ganz viel, einen großen Respekt vor dem, was die Familien, die Kinder, die Eltern leisten. Auch einen veränderten Blick auf das Wesentliche, dass man sich die Frage stellt, was ist das Wesentliche? Aber auch so diese Haltung, auch in einer schweren Zeit das Licht zu sehen und die positiven Momente eben wahrzunehmen. Vielen Dank, Frau Bindert, dass Sie uns Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit, in die Lichtblicke, die Sie anderen Menschen geben. Alles, alles Gute für Ihre wichtige Arbeit. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weitere Infos finden Sie unter www.hospiz-in-karlsruhe.de. Das war's für heute mit Lichtblicke, das Magazin für Lebensfragen. Alle unsere Sendungen finden Sie online in unserer Mediathek. Bleiben Sie behütet.